Die rote Liste gefährdeter Arten. Auf sie kommen Tiere, die vom Aussterben bedroht sind. Viele verschwinden für immer, aber nicht alle. Hier sind vier Tierarten, die ihr Comeback geschafft haben. Das Przewalski-Pferd war bereits ausgestorben, genauer in freier Wildbahn ausgestorben. Das letzte freilebende Exemplar wurde 1969 gesichtet. Nur 12 Tiere waren die Basis für die Nachzucht. Heute gibt es wieder Tausende der asiatischen Wildpferde in Tierparks und Hunderte in freier Wildbahn. Vor allem in der Mongolei. Über 100 Przewalski-Pferde leben in der verlassenen Sperrzone rund um den geschmolzenen Nuklearreaktor von Tschernobyl. Die Pferde nutzen dort die leerstehenden Gebäude als Unterschlupf. Der Tibet-Antilope wurde ihr weiches Fell fast zum Verhängnis. Aufgrund der globalen Nachfrage nach Chatouche, dem teuren Stoff aus der Unterwolle, wurden Tibet-Antilopen gnadenlos gejagt. Für einen einzigen Chatouche-Schal müssen 4 Antilopen sterben. Im vergangenen Jahrhundert sind so 90% der Tiere verschwunden. Wilderei ist immer noch ein Problem, doch der Bestand hat sich stabilisiert. Denn mittlerweile stehen sie unter dem staatlichen Schutz Chinas. Der Wisent ist der kleine Bruder des amerikanischen Bisons. Mit bis zu 1 Tonne Gewicht ist er Europas größtes Landsäugetier. Das letzte freilebende Exemplar wurde in den 1920ern geschossen. Alle jetzt lebenden Wisente stammen von nur wenigen damals in Zoos gehaltenen Tieren ab. Durch Aufzuchtprogramme gibt es heute in 8 Ländern Herden mit tausenden wilden Wisenten. Auch im deutschen Rothaargebirge wurden sie ausgewildert. Auch das goldene Löwenäffchen in Brasilien galt mit nur noch 300 Exemplaren in freier Wildbahn als vom Aussterben bedroht. Dieser Status wurde zum Lebensretter. Die Äffchen wurden in Zoos nachgezüchtet, ausgewildert und ein Schutzgebiet eingerichtet. Heute ist es Symboltier des atlantischen Regenwaldes in Brasilien. Es gilt allerdings immer noch als stark gefährdet.